Es geht um die Senkung der Treibstoffpreise. Das Anliegen, das wir vertreten, dass Südtirol seine Kompetenz als autonome Provinz endlich wahrnimmt. Und man muss dazu sagen, dass Südtirol schon seit dem Jahr 1995 die Möglichkeit hätte, die Treibstoffpreise zu senken, dass hier die Landesregierung endlich aktiv wird und auch etwas tut. Das Land Südtirol hätte bereits seit vielen Jahren die Möglichkeit, auch in diesem Bereich, was die Preispolitik der Spritpreise anbelangt, der Treibstoffpreise gesetzgeberisch tätig zu werden. Und wir erleben es ähnlich wie auch in der Energiepolitik, dass überall dort, wo wir eigentlich autonome Kompetenzen hätten, das Land etwas schlampig ist in der Umsetzung beziehungsweise diesen Gestaltungsspielräumen nicht nachkommen möchte. Wir haben als autonomes Land keine Kompetenz im Steuerrecht, wir haben keine Kompetenz bei den Renten, wir haben keine oder kaum Kompetenz im Arbeitsrecht, und das sind genau die Parameter, die es eigentlich bräuchte, um eine Inflation aufzuhalten und abzufedern. Deswegen muss man jene Spielräume nutzen, die man als Land hat. Und das sind zum Beispiel eben die Treibstoffpreise, wo man sagt, wenn ich die reduziere, lasse ich das Geld, lasse ich diesen Betrag den Menschen in der Tasche, um damit ihr Leben gestalten zu können, anstatt über die Steuern es einzuholen. Und das ist ein bisschen das System Südtirol. Und dann muss man um Beiträge ansuchen und um Förderungen ansuchen beim Land. Es ist schon pure Ironie, wenn dann die Landesregierung und die Südtiroler Volkspartei hergeht und in regelmäßigen Abständen alle 5-6 Jahre einen Alibi-Beschlussantrag einbringt, die Akzisen zu senken. Das geht alles gut. Das haben wir schon ein paar Mal beschlossen in diesem Landtag. Aber es wurde auf römischer Ebene von den Parlamentariern auch hier nichts gemacht. Und auch diese Woche ist schon wieder ein Beschlussantrag der Volkspartei auf der Tagesordnung, wo sie Rom auffordert, die Akzisen zu senken. Dabei könnte sie eigentlich selbst schon lange aktiv werden und hätte alle Möglichkeiten dazu, hier die Treibstoffpreise zu senken. Macht es aber nicht, aber es lenkt halt gut ab, wenn man die Schuld immer Rom geben kann und selbst nicht aktiv werden muss.